Leute, und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von IPU Adventure Map. Und heute spielen wir wieder diese Jump Map Flying Stronghold. So, und naja, wir gehen jetzt wieder dieser Krüppeltreppe hier rauf. Und versuchen irgendwie ein bisschen weiterzukommen als letztes Mal, beziehungsweise als heute. Fuck. Bin nicht gestorben, oh mein Gott. Oh, wir können übrigens das hier noch erkunden. Epic. Cool, okay, erkundet. Perfekt, danke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? 7, okay. Wurde zu Toten geschworen. Genau. Fuck you. Fick dich, fick dich, fick dich in dein Knie. Yay. Türe. Ach so, hier bist du. So, ich war grad meckern. Hey, wo bist du, Türe? Bist du irgendwo hier? Nein, bist du nicht. Okay. Warum? Hat man? Das gibt's doch nicht. Ich glaube nicht, dass wir das heute noch schaffen werden. Aber wir können es noch versuchen. So. Diese Map bringt mich zum Weinen. Leute, ich bin behindert. Okay. 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 Los. Hopp, 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 hopp. So. Für das deutsche Faktum. Richtig! So. Übrigens, der Checkpoint hätte gerne vor diesen, also nicht hinten sein sollen, sondern vorne, genau. Das wollte ich sagen. So. Man muss auch bedenken, wenn man irgendwie 20.000 Mal failt, 20.000 Mal mal 5 Sekunden mehr Zeit, um den Checkpoint hinten zu begehen, gibt schon eine Zeit, die einem nicht immer gefallen würde. Warte mal. Bevor ich einfach mal überrascht werde und einfach mal nicht mehr sprinten kann, fresse ich am besten noch kurz was. Ah, cool. Huste. Perfekt. Warte mal. Warum sind denn die immer so laut hier unten? Mann, oh Mann. Oh Mann! Egal, warte mal. Hier sind wir wieder zurück bei dieser seltsamen Map. Und machen, also beziehungsweise wir machen einfach auch hier weiter. Bei dieser verlackenden Map. So, ja. Immer noch das gleiche Projekt, wie keine vorhin. Und weil bei der Adventure Map. Wer wusste denn das schon wieder? So, ja, wir brutzel einfach vor dich hin, mein Lieber. Aber ganz ehrlich, ich hasse das. So. Deshalb mag ich Jump Maps nicht allzu sehr, vor allem während dem Let's Play. Weil einfach gar nichts wirklich Spannendes passiert, wenn man die ganze Zeit failt. Genau das meine ich. Fick dich. Fuck you. So. What the fuck? Wer will die ganze Zeit nur das Gleiche sehen? Vor allem im Let's Play. No, das will ich nicht. Okay, aber diesen Teil schaffe ich. Fick dich. Okay, Zeros, du schaffst es. Zeros, du schaffst das. Im Hintergrund knurrt meine Katze. Geile Scheiße. Übrigens, das Ganze wird ziemlich gut, wenn der Checkpoint nicht hinten wäre. Das wäre. Ja, genau das wollte ich sagen. Aber egal. Das wäre schon wirklich ziemlich cool. Ja, genau. So.
Oh my gosh. Oh my gosh. No, that's not awesome. Okay, genau so wollte ich sagen. Egal. Ihr wisst, was ich nicht sagen will. Genau das wollte ich nicht sagen. Tada, so. Oh Leute, was soll ich denn sagen? Oh mein Gott, dieser Jump-Map ist total cool. Oder dieser Jump-Map ist total heiß, oder? Ja, das passt gerade hiermit. Okay. Okay. Okay, okay. Okay. Zeros, du schaffst das. Schaffst das! Way, bravo! Yay! Haha! Hui! Meh. So. Fick dich! Ich mach das jetzt nicht mehr. So. Warum kann ich nur nachts schlafen? What the fuck? Timmy sieht nie gitte. So. Tada! So. Okay. Okay, Katze schnurren nicht die ganze Zeit. Vor allem, wenn ich am Aufnehmen bin. Aber das ist trotzdem sehr, sehr süß. So. There. Oh Gott. Ich falle da erstmal fast rein. Hast du Hebel 1? Nein. Oh. So. Dankeschön. So, perfekt. Perfekt. Hackt. So. Wohin muss ich? Nein. Okay. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. That's. Oh my gosh, did see. Fick dich. Fick dich. Ich kratz ab. Okay. Sag mal, nein. Das ist nicht cool. So. Jetzt muss ich alles nochmals tun. Oh. Das kann mir sowas auf den Sack gehen. So. Hopp. Hopp. Und. So, das muss ich jetzt schaffen. Auch wenn es ein bisschen laggt. Und wenn jetzt diese Scheiße hier drin mich total bis auf die Nerven killen möchten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ich schaff's das. Ruhe behalten. Zeros, du bist awesome. Du bist just awesome. Oh Gott. Fast geschafft. Jetzt nur noch schnell den Wurm besiegen. Dann bist du fertig. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Fluch der Gliederfüße. Okay. Das kann ich alles wegwerfen? Nee, das ist doch Score oder so. Egal. Einmal kann ich wegwerfen. Effizienz 1. Diamantschwert kann ich auch kurz noch mitnehmen. Diese Sachen ziehe ich sowieso an. Wo ist das? Skelettschädel. Goldenen Apfel. Regeneration. Oh. Trank der Regeneration. Was? Warte. So. Fuck you. Wobei, warte. Das ist besser. Das ist sogar besser, Mann. Oh ja. Okay. Wir werden den Wither so was von besiegen. Wir werden ihn den Arsch aufreißen und ihm seine Hoden stehlen. Hatten wir noch irgendwas, was wir mitnehmen wollten? Nein, okay. Genau. Okay, Okay. Weil das Skelettschädel brauchen wir sowieso gerade. Jetzt gleich. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir.
Perfekt. Unverstärkung, scheiß drauf. Okay. Verzaubern. Diamantschwert. Schärfe 1. Na, wenn das mal nicht ganz okay ist. Okay. Eisenbahnbrust, scheiße. Schutz 1. Perfekt. Danke, das ist auch gut. So. Ich glaube, das reicht. So. So. Mehr Spielertruhe. Du kannst nur nachts schlafen. In deinen Hohnsack. Okay. Ich glaube, dieses Video wird wieder mal 20 Minuten lang. Aber ist mir scheißegal. Shop. Was ist? Welche Smaragde? Irgendwo Smaragde? Wir sind ja nur diese Smaragde. Nein. Nein, okay. Ich würde sagen, das war's. Wir schauen jetzt gerade mal den Wither Boss Kill Dingseln an. Und jetzt schreiben wir Geschichte. Du musst den Wither spawnen, um an den Himmel kommen. Stimmt gar nicht. Oh, hallo. Fick dich. Du hast fessig Mob getötet. Fick dich in dein Knie. So, weißt du was? Weißt du was? So, eins. Und, niemand hat mir gesagt, ich soll keine Fackeln setzen. Oder ich erinnere mich nicht mehr dran. Aber ist mir eigentlich egal. So. Und jetzt beginnen wir den Kampf um unser Leben. Auch wenn wir Vergiften in unserem Inventar haben. Egal. So, perfekt. 1, 2, 3. Wither ist frei. Warte mal. Ich gehe da mal. Tschüss. Heilige Mutter. Okay, fuck it. Warte mal. Yay! Wir sind schon mal gestorben. Wir machen Fortschritte. So, Powerbogen. Zeig dich. Ich nehme den Schlag. Stock. Warte mal. Hey. Das ist gar nicht mehr nett, Mann. Das ist nicht nett. Und tschüss. Ich geh da mal. Tschüss. Tüdelü, ich tot. Danke. So. Ich tot, du Scheiße. Powerbogen, du bist unfair. Okay. Fluch der Gliederfüßer. Coole Sache. Stirb. Wir werden nie sterben. Nein! Bist du ein Gliederfuß? Neo, fuck! Okay, das ist schon mal viel zu schwierig. Vor allem, weil ich keine Ahnung habe, woher ich diese fucking Dinge bekommen soll. Start, wo man weiß von. Oh, na super. Na super, warte mal. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin nicht mehr. Startvolumen ist fast voll. Es ist Startvolumen fast. Fast leer. Nee, Warum ist denn das so tief? Ist ja so unnötig. Hallo? Meine Tasten. Oh, okay. Ich hab's verstanden. Oh. Fuck you. Warum schlage ich mit meinem Bogen? What the
Furz. Warum? Das ist doch viel zu schwierig. Leute, nee. Das Wetterkampf gefällt mir nicht. Das ist irgendwie vor allem auch sowas von nicht mit der eigentlichen Adventure mit zu tun. Was war eigentlich die Story? In dein Mul. Warte mal, was ist Stärke? Schärfe 5? Oh mein Gott, das ist ja voll kacke. Haben wir irgendwo irgendwas total cooles und spezielles? Nee. Okay. Verwandlung 1, Plünderung 1. Yeah. Hallo, Mister. Regeneriert er sich eigentlich jetzt? Fick dich. Yay! Warte mal, ist er eigentlich wasserfeindlich vielleicht? Kann ich mal ausprobieren. Kann ja sein, das wäre sogar ziemlich cool. Warte mal, ey, guck, du da. Du gerne Wasser? Du wirst es nicht mal ausprobieren, alles klar. Oder? Nein, das ist frisches Wasser, Mineralwasser. Kannst du trinken? Das ist ganz gesund. Nein. Stirb. Tot. Du tot sein. Danke. So. Höhm. Tada! Und jetzt? Nee, willst du mich verarschen? Mach das mal bot. Schneller. Okay, das ist ganz okay. Tadadada! So. Wo ist mein Timer? Herzlichen Glückwunsch, du hast die Adventure Map erfolgreich beendet. Mein Timer ist verschwunden. So, ist wieder hier. So, danke. So, perfekt. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel gesehen, weil wir so lange am Aufnehmen sind. Okay, naja, wir sind 18 Minuten am Aufnehmen und ich würde sagen, Wall of Fame, deine Mutter und dein Vater. Und okay, danke fürs Spielen. Kritik und Feedback. Nein, ich sage jetzt noch im Video. Dann Bugs, dann du Duck. Habe ich schon alle erwähnt. Duck, die Duck. Blub, die Blub. Es waren 28 Diamanten auf der Map versteckt. Es waren 15 Diamanten auf der Map versteckt. Smaragde. Davon haben wir leider nur noch wenig. Hast du einen verzauberte der Eisenspitzhacke? Yes. Hast du einen Smaragdblock gecraftet? Nee. Hast du nicht gecheatet? Nee. Wall of Fame. Panjo. Papier-LP, den kenne ich. Hallo. Bloody Wolf. Wolf. Und Blub Edric. Und ja. Zur Map. Was ist hier? Zum Start. Zur Map ist besser. So. Twix. Hallo, Twix. So. Was ist hier? Zum Start. So, jetzt fehlt ja noch diese super Benotung. Okay, Miep, wie war denn die Miep? Sie war ganz okay. Es war die erste Adventure Map, also Jump Map, ja, die ich allgemein wirklich durchgespielt habe in Let's Play. Hallo. Oh, okay. Das war wirklich die erste Map, die ich durchgespielt habe. Ew. Denn sie war wirklich abwechslungsreich.
sie war abwechslungsreich und sie hat wirklich ein bisschen hat sie wirklich Spaß gemacht. Auch, also ich meine jetzt für mich, weil ich bin jetzt wirklich der eigentlich nie Jump-Maps spielen würde, beziehungsweise eigentlich nie Jump-Maps mögen würde. Ich mag Jump-Maps einfach nicht, weil ich finde sie, wie eigentlich schon tausendmal gesagt, ziemlich während dem Let's Play finde ich sie einfach kacke, weil man sagt irgendwie nicht so viel dazu, also man hat nicht so viel zum Sagen, weil es sind ja eigentlich nur rumspringen und keine Story, gar nichts. Aber diese Map war ein bisschen anders als die anderen, es war wirklich abwechslungsreich, hatte sehr viele andere Sprünge dabei als ziemlich viele Jump-Maps, auch wenn es nicht so viele waren, es war wirklich eine schöne Mischung zwischen Mob-Kampf und Jump-Map. Was mir nicht gefallen hat, also gefallen hat mir, dass man cheaten konnte, dass man Bugs verwenden konnte, hat mir schon gefallen, aber naja, das könntest du noch beheben. Also das mit den Eisenteilern da, diese, da kann man immer noch raufklettern. Also ich zeig's dir mal. So, hier. Einmal die Fresse, Twix. So, diese Sachen hier. Auf diesen Halbblöcken kann man immer noch stehen. Jetzt, ja, das ist ein schlechtes Beispiel. Warte mal. Wo kann man das denn dann gut zeigen? Zum Beispiel hier. Hier kann man, statt hier diese Sprünge zu machen, kann man einfach hier raufspringen und einfach hier rüber gehen. Das kannst du, ich weiß nicht, wie du das beheben könntest, vielleicht ein bisschen größer machen, damit man nicht mehr raufspringen kann. Oder einfach hier eine Wand oder sowas, ich weiß es nicht. Das musst du selbst wissen. Oder einfach, wenn du es kannst, einfach die ganze Eisenteilstangenwand gar nicht benutzen, sozusagen. Dann gibt's noch ein paar kleinere Bugs. Die habe ich einigermaßen vergessen. Weil ich spiele ja nicht alles an einem Stück. Weil mir das ansonsten zu viel wäre und ich, wie schon im Video gezeigt, fast kein Startvolumen habe mit anderen 5, 4, 3, 2, 1 Projekten. Gleichzeitig kann ich nicht alles auf einmal aufnehmen. So, ja, und darum, ja, hatte schon ein paar ziemlich coole Jumps dabei. Und war ziemlich cool eigentlich. So kleine Bugs, die man einfach Sachen, ganze Level überspringen konnte, weiß ich jetzt nicht. Außer doch, da, warte mal, wo war denn das? Bei diesem Gehege. Warte mal, wo war denn das? Da hinten, glaube ich, irgendwo. Nicht hier? Oder hier? Ne, ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwo da, glaube ich. Bei diesen Rankensprüngen, genau da. So, hier kann man theoretisch, könnte man einfach die ganze Map abkürzen, von Anfang runterspringen und hier einfach springen und an die Wand gehen. Und hier kommt trotzdem rauf. Dann ist ein kleiner Bug, das ist ziemlich gravierend, wenn man ihn wirklich herausfindet. Wenn man so schlau ist wie ich. Ah, nee. Nein, wenn man es wirklich herausfindet, ich habe es erst später herausgefunden. Ja, dann kann man eigentlich die ganze Map überspringen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass fast niemand das bemerkt hat. Oder beziehungsweise das, was niemand eigentlich bemerkt hat, bevor man da gewesen ist, was eigentlich nicht weiter schlimm ist. Trotzdem ist es ein Bug und es könnte ja jemand so schlau sein und einfach die ganze Map abklappern und schauen, ob da wirklich Bugs sind. Fuck. Jetzt habe ich mir selbst Blindheit gegeben. Scheiß drauf. So. Weg damit. Wo ist denn das Milch? So. Hier, Milch. So, danke. Genau, diese Bugs, wir sind sehr lange am Aufnehmen. Das ist cool. Sehr genial. Ansonsten. Ich hätte eigentlich früher aufhören sollen. Egal, dann gibt es halt hier eine Special-Folge. Ansonsten, die Map war schön aufgebaut an sich. Doch, eigentlich nicht schlecht. Doch. War ziemlich schön aufgebaut. Ich habe ziemlich keine Specials hier gesehen. Ihr könnt ja eigentlich alles selbst schauen, ob ihr irgendwas findet.
Ich will ja eigentlich nur hier diese Hauptmap zeigen und ansonsten wäre das Ganze viel zu viel. Also, es sind eigentlich sowas wie zwei Maps gleichzeitig irgendwie. Egal. Steaks. Warte, bin jetzt. Warte, Steak wird gebraten. Okay. Dankeschön. So. Wie hat man das denn gemacht? Irgendwo muss doch irgendwie so Redstone-Fackel-mäßiges sein. Oder ist das Playsound? Playsound, ah, cool. Alles klar, cool gemacht. Sehr cool gemacht. Ja, es ist eigentlich sehr, sehr schön gemacht. Muss ich sagen, es war wirklich ganz anders als sehr viele Jump-Maps, die einfach Jump sind, fertig. Und es war wirklich eine schöne, eigentlich eine schöne Mischung, eine schöne Abwechslung. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die da selbst spielen. Das sind ja immer gute Sachen bei Jump Maps. Wenn man sie selbst spielt, dann hat man selbst eine Herausforderung und alles. Und statt bei Story Maps, die man einfach die Story dann kennt, wenn man zuschaut und dann das Ganze spielt. Aber ich finde trotzdem Jump Maps für das Let's Play selbst eher ungeeignet. Ansonsten, wie sagen, war cool. Doch, hat mir gefallen. Ich gebe der Note, ja, was soll ich denn geben? Die war schön, doch ganz schön eigentlich. Es hatte ein paar Bugs. Ansonsten, wie sagen, oh mein Gott, meine Mutter oder so was. Ansonsten, wie sagen, muss ich jetzt mal hinten schauen, wie ich das baue. Schön rosa oder so was. Mit meinem Texturbreck. So, und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen und so was. Mache ich ja immer gerne. Oder ich versuche es. 7. Doch, 7. Schön. Wunderschön. So, ich hoffe, hat dir gefallen, euch allen das Let's Play und die Map und so weiter und so fort. Ich fand sie schön. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und übrigens, bei Punkte könntest du das auch noch wegtun. Aber egal. Lassen wir es mal. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss. Und ciao. Yeah. Ja. Und? Bam. Nee. Ich hatte einfach an. Nein, peaceful. Oder? Hatte ich peaceful an? Oder bin ich einfach so krass, dass ich nicht gestorben bin? Ah, ich bin so krass, dass ich nicht gestorben bin. Cool. Okay, dann sehen wir uns einfach mal beim nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss, Leslie. Und ciao. Yeah. Ja. Tschüss.